Warum sage ich es überhaupt noch? So, warte mal, wo waren die jetzt? Ich glaube, irgendwie irgendwo hier so? Ja, rechts. Ja, ich nehme es auch einfach nur noch an, dass die meisten meinen Hobbs. Namen falsch aussprechen. Officer Hobbs. Warum bist du nicht in den Zellen, Mann? Ich hab ihn doch entlassen. Der schaut sich doch gerade die Bilder an. Hobbs, kannst du uns die Tür aufmachen? Ja klar, müsst ihr nur sagen. Mach sonst bitte die Tür auf, Hobbs. Ja. Danke. Aber die so. Warte, Hobbs, mach keinen hin. Scheiß. Dreh um. Jetzt 180 Grad? Nee, er lässt uns hier raus. Mach schon. Hauptsache raus. Doch egal. Dankeschön. Ist der Beste. Merci. Ich kenne mich hier nicht aus, ganz ehrlich, sorry. Warten Sie hier, ich hol's Fahrzeug. Ja, oh, danke, Sir. Puh. Ja, willst du mitkommen? Ja, ich müsste vor Speedy. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ja, aber bist du nicht mit deinen Kollegen gekommen? Nein, ich werde auf sie aufpassen. Aber du. Ich frag nochmal, bist du nicht mit deinen Kollegen hierher gekommen? Doch, aber ich kann sie doch nicht hier allein lassen. Gucken Sie mal, wie es hier aussieht. Ja, ich hab doch Security dabei. Den Kakteen. Stellen Sie vor, sie knicken da rein. Nein, Kakteen? Was ist das? Mit ihren Tempelflitzern um und fallen in eine Kaktus. Oh mein Gott, Kakteen. Du Scheiße. Ja, also weißt ich meine Kaktus, wenn ich es verkackt habe, tut's mir leid. Ich versuche, das ist ein... Die Kakteen war richtig sogar. Also wenn sie mitfahren wollen, scheint sein, ne? Aber kein Problem, ich müsste nicht, einmal dass vor... ihre Schreibe sie sucht oder so. Ja, einfach nur einmal vors... Gut, Officer Hobbs, wir nehmen sie mit. Idee, nicht, ja? Nicht, dass sie uns gleich hops nehmen. Perfekt. Dankeschön. Wie du einmal zum PD. Bis dann. Fandet ihr gut? Ich habe wirklich alles gegeben. Es war großartig. Wenn ich der Drogenboss ist, auch werde ich dran. Ich sag dir, wie es ist. Ja, ich wusste, war mein erstes Mal. Ferguson hat sie auch dabei. Abgesegnet. Belass es dabei, ne? Belass es beim ersten Mal. Reicht. Ja. Einmal ist kein Mal. Ups. Unsere Kollegen, die sind durch. Du hast 3 damit getötet bei uns im DOJ. Ja. Oh Gott. Die liegen da immer noch. Ja, das war ein Multikill. Was bedeutet abgesegnet? Ferguson hat mich angerufen, hat gesagt, die Akte ist fertig und ich soll, mich nicht wundern, weil Hobbs hat die geschrieben, hat er gesagt. Also er hat sie abgesegnet. Hat gesagt, es ist wunderbar, die Akte. Okay, ich habe Ärger gekriegt im BD, aber ist ein anderes Thema. Nein, die war super, aber ne, einmal ist kein Mal und belasse es dabei. Super. Keine Akte mehr. Hobbs, es gibt danke. Sachen, die müssen sich nicht wiederholen. Also darf ich nie wieder eine schreiben? Ja, bitte, keine Akte mehr. Okay. Sag das ruhig so weiter. Ja? Ich will auch nie wieder Akten. Die Staatsanwälte bitten darum, dass du bitte keine Akten mehr schreibst. Ich kann dir zeigen, wie ich das mache. Hallo? Nein, jetzt. Halt, stopp. Nicht dein Geheimnis verraten. Ops, nicht dein Geheimnis verraten. Ja, wie? Wann Geheimnis? Ne? Streife fahren, das ist wichtig. Ja, weiß. Die bösen Buben in die Zellen stecken. Tja, Leute. Ja. Gut. Jawohl. Bist auch ein guter. Bis dann, danke fürs Herfahren. Bist ein guter. Sehr gerne, Ops. Monsieur. Mach's gut. Ich würde auch mit dir reisen. Oh mein Gott. Oh Gott. Also war die Akte so gut lesbar, dass er es doch lieber nicht mehr machen soll? Ja, richtig. Verstehe. Am besten nie wieder. Die Überschrift waren sehr viele Fragezeichen, glaube ich. Naja, pass auf. Irgendwas Kryptisches und bei Tech waren Fragezeichen drin. Victor, pass auf, pass auf. Du hast ja gehört, wie er spricht, ne? Oi. Genau so schreibt er. Und zwar, also genau so. Rechtschreibung nicht bekannt. Er weiß nicht, was das ist. Wenn du willst, irgendwann, Victor, das ist die Akte 18227. Ich denke, mit Fragezeichen werde ich die Akte schnell finden. Ja. Pain ist so dumm, ne? Da fragt man noch, was? So wenig? Oh Gott, ich hätte meine reingehauen, Mann. Oh. Und ich glaube, jeder hätte es gern gesehen, um ehrlich zu sein. Ich hatte gehofft. Ja, das hätte er nicht. Das hätten wir nicht... ja dann anzeigen müssen. Körperverletzung. Nee, nein, nein, nur wenn er es anzeigt. Richtig. Nein. Ja, aber und wir haben die Straftat ja gesehen. Gestellt. Das ist macht wurscht. Nichts. Anzeige ist Antragsdelikt. Es gibt einen Unterschied zwischen Antragsdelikt und... Ja, genau. So, wenn ich jetzt einen Baseballschläger genommen hätte, dann müssten wir es verfolgen. Also Owen dann in dem Fall. Und die ganzen 10 PD da drumherum, ja. Ja, ja. Na gut. Also da hätte ich ihm wirklich beinahe reingehauen. PD, richtig? Aber ich glaube, er hat es dann verstanden. Nee. Beste, nein, bitte nee, nicht. Tuner! Wir müssen noch zum Tuner. Tuner, okay. Wir haben doch was abgebrochen. Stimmt. Mhm. Ja, gut, dass wir da waren, Owen. War wirklich gut. Ich glaube, das hat wieder ein bisschen Schwung in die richtige Richtung gegeben. Ich verstehe mich mit Danny und Genji gut, glaube ich.
halt. Ja, ja, mit Genji verschieben auch super. Also ich meine, kein Problem. Und Danny ist eigentlich auch, ich weiß nicht, der ist nicht so der typische MCler, habe ich das Gefühl. Ich bin auch immer froh, dass wir Danny dran bekommen haben, obwohl er ja unbekannt war. Ja. War gut. Ach, den Strafbefehl für uns hast du schon rausgeschickt, oder was? Ja, ja. Ah. Schon ab, also ja, die setzen das morgen, glaube ich, ab oder übermorgen. Okay. Ich habe in den Akten übrigens weitergeschrieben. Unter Fälle findest du einmal Sane-Akte und Sheriff Prison. Da habe ich einfach nur ein paar Sachen zugeschrieben, aber ich glaube, das kann man direkt wieder löschen. Das meinen ja die PD-Ler. Und du abgehandelt hast es ja schon. Ja. Also was du halt machen kannst, noch mit Zähne eine Gegenüberstellung, wenn du es willst, aber dann fällt mir auch nicht mehr viel ein. Eigentlich ist es ja, klar, ich meine, an den wichtigsten Stellen hat die Aussage verweigert. Das ist natürlich kein Schuldgeständnis, weil ja Posch auch das gesagt hat und er gar nicht vielleicht weiß, ob er es war oder nicht. Aber im Endeffekt hat er nichts dazu beigetragen, seine Unschuld zu beweisen, sagen wir es so. Eine Aussage zu verweigern kann nie gegen einen verwendet werden. Ich weiß, aber er hat nichts dazu beigetragen, seine Unschuld zu beweisen. Er konnte nicht genau sagen, wo er war. Er hat zwar immer gesagt, ja, es waren immer Leute um mich rum, aber er konnte nicht sagen, wer. Na, tut mir leid, ne? Er ist Anwalt, er hätte es besser wissen müssen. Er hätte mir gesagt, ich war den ganzen Tag bei Posch. Easy. Hallo. Was war? Wollen euch helfen? Anne? Du bist so angerannt gekommen, ja. Mein Gott, richtig motiviert. Anne. Hallo, Anne. Doch. Wenn, dann ist es eine. Richtig. Anne, du wurdest uns absolut empfohlen. Absolut. Oh, shit, von wem? Ich habe mir gerade bei Luca ein Auto gekauft. Hatte ja. Ne? Und der hat gesagt, wenn wir hier hinkommen, sagen wir, kommen von ihm, gerade Auto gekauft und so, ne? Dann kannst du vielleicht noch ein bisschen was machen. Ja, und auf jeden Fall. Du gibst dir besonders viel Mühe. Denn du bist die Beste. Auf jeden Fall. Das hat er gesagt. Also er meinte auch, schön, wenn, dann nur zu dir. Sind die Herrschaften noch von euch? Das sind die Herrschaften? Nee, oder? Also nee, wir sind die zu dritt. Herrschaften hinter euch? Nee, wir sind okay. Okay. Perfekt. Pass auf, dann fahren wir mal in die Ja, genau, fahren wir in die zwei am besten. Bitte einmal Platz machen, dann bin ich sehr freundlich. Genau. Danke. Mach ich. Hallöchen. Hallo. Da würde ich nicht viele Parkplätze hier für die Autos, die noch getunt werden müssen. Ne? War super verwirrt mit Bane. Ich bin sehr froh, dass es doch nicht die Devils waren. Das hat einiges gebracht. Wo ist er denn jetzt? Warte mal. Wo steht er denn jetzt? Ist er das da? Das ist mein Auto? Wirklich. Guck mal, schwarz erkennt man halt auch nicht, ne? Das muss jetzt mal hier. Aber ich fahre noch mal rein. Okay, hab ich. Ja! So, also, und zwar wegen dem Rabatt, ja, kann ich dich ja direkt mal von Anfang an aufklären. Ja. Wir haben mit den Autohäusern so einen kleinen Deal. Mhm. Wir sagen, wenn die Kunden von denen kommen und das ist das erste Tuning bei uns, dann kriegen sie 10%. Ja. Ah, großartig, perfekt. Er hat trotzdem gesagt, genau, du bist also die Beste. Das ist. Auch wenn es ein allgemeiner Rabatt ist. Dankeschön, das ist sehr lieb. Das freut mich zu hören. Verdammt. Heute ist ein guter Tag. Ja, ich bin okay. Seit 20 Minuten verlobt. Ich krieg solche Komplimente. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sehr schön. Danke, danke. Ja, auf jeden Fall. Gut, also, was wollen wir Gibt's machen? Gibt es überhaupt schon Standesbeamte? Frag mich gerade. Nee, aber ich weiß, dass schon ein paar Leute verheiratet sind. Also. Ach so, na gut. Okay.
Scheint wohl schon zu funktionieren. Hallo, Liv. Jesko, hi, na, Luca. Na? Ja, uns wird gesagt, wir sind die Herren, die für dich bezahlen. Was? Ich bin da also natürlich... Also, das Tuning, also ich habe mich vielleicht unglücklich ausgedrückt. Hm? Vielleicht? Was? Owen hat gesagt, er möchte, er zahlt für dich, also er ist hier, um für dich Geld auszugeben. Und ich habe irgendwie Owen gesagt... Owen bezahlt mich, ja. Hm, genau. Hm. Also ich habe gesagt, für dich bezahlen, also für dich das Tuning bezahlen. Also ja, okay, verstehe. Gut, Anne, ich glaube, wir widmen uns dem Auto. Mama. Genau. Ich glaube, ich muss mal über den Mitarbeiter nachdenken. So, jetzt bin ich die ganze Zeit am Überlegen. Also angesprochen hat mich tatsächlich dieses Blau mit lila Pearl in diesem Cardigan. Das hat mich schon direkt angesprungen. Aber, ja, vielleicht fällt was anderes ein. Darf ich kurz meine 2 Cent hinschmeißen? Ja, schmeiß. Was ich immer, finde ich, gerne mache, ist, ich mache gern erstmal so eine helle Farbe, ja. Mhm. Und die Sekundärfarbe mache ich erstmal in so einem Knallrot. Weil dann, finde ich, kann man immer gut sehen, wie die Anbauteile sind. Weil es gibt manche Anbauteile, die haben ein bisschen Sekundärfarbe. Es gibt manche, die haben gar keine. Ja. Aber so kann man zumindest schon mal das Bodykit ein bisschen besser sehen. Weil also bei Schwarz, finde ich, das immer schwierig. Also du machst Lack später dann. Genau. Genau, richtig. Also ja, Lack dann. Kommt bei mir eigentlich immer eher später drauf. Weil ich finde, ich sag dir ganz ehrlich, wie viele Kunden ich habe, die sagen, ja, ich will den und den Lack. Und dann am Ende ist es dann doch nicht der und der Lack, weißt du so. Das ist halt... Gucken wir mal. Also wir fangen vorne an, ja? Jawohl. Zeig mal, was du hast. Weiß ich schon. Ja, das war auch schon alles. Ja, zeig nochmal. Das war schon alles. Mit Lippe oder ohne Lippe? Ja, dann ohne Lippe, bitte. Danke. Ohne? Ohne. Okay. Gucken wir mal. Gitter haben wir nichts. Motorhaube, kann ich dir das hier anbieten? Oder diesen hier? Ist gut, wenn es nicht so viel ist, tatsächlich. Ja. Wir machen uns... Ja, nee, der da. Also ich finde den ganz dezent. Süß, aber hat was. Das haben wir nix. Gut, mal gucken, haben wir hier Folien? Folien haben wir auch keine. Rahmen haben wir auch nicht. Bisschen mau mit den Anbauteilen. Also ich hatte auch schon einen, der hatte gar nichts, ne? Ja, das ist halt immer so, So, da kann ich hier Seite so... Seite geht, ja. Ja, genau, aber mach mal das damit. Einzige, was wir haben. Nee, mach mal mit, Also, finde ich auch nicht schlecht. Kotflügel haben wir nix, hier haben wir auch nix. Gucken wir mal nach hinten. So, hintere Stoßstange. Ja, da passiert auch was. Kann ich sie auch so? Nee, mach mal wieder ohne. Mach wieder ohne. Wieder ohne. Okay. Auspuff. Okay. 4, 2. Haben wir auch nur. Er macht 4, komm. 4 oder? Verzeuger, geil. Ja, let's go. Ja, Spoiler. Kein Spoiler. Haben wir auch nur die beiden. Ich muss sagen, ich finde den gar nicht schlecht. Das ist dezent, aber mir gefällt aber, glaube ich, der besser tatsächlich. Ja? Ich glaub, da kommt es wirklich so ein bisschen auf die Farbe an. Ach ja. Können wir ja gleich nochmal gucken. Ja, lass das mal den. Aber ich finde es halt immer ein bisschen besser, wenn man helle Farbe hat, um halt zu sehen, was halt ist. Ne? Gut. Leistung, wie sieht's da aus? Ach, alles. Okay. Und das zweitniedrigste, genau. Von der Federung. Genau, wunderbar. Fenster? Ja, ein bisschen heller darf es ruhig sein, ne? Ja, das. Also, das wäre unser die hellste Stufe und dann hätten wir halt. Ne, die zweite und ganz. Die da, ja. Die hier. Ja, genau. Genau, wunderbar. Spiegel hast du wahrscheinlich auch nichts. Das macht nichts. Nee, ich habe schon alles durchgeguckt. Xenon? Ja, definitiv, aber da müssen wir erstmal gucken mit der Farbe, ne? Muss ja zum Lack passen. Ja, Xenon passt zu allem. Achso, Xenon meinst du? Sorry, ich hab Neon. Xenon, Rainer. Nee, alles gut. Rainer. Xenon. Warte, die Herren schon bezahlen. Ich guck nochmal ganz kurz, ob wir irgendwie vielleicht doch Spiegel haben. Ich glaube fast nicht. Nicht so wild. Nee, keine Spiegel. Man liegt an mir oder sieht das aus, als wäre hier irgendwie so ein. Schade. Irgendwas in der Motorhaube hier. Wie eine Delle. Sie ist auch. Sie ist auch, ne? Sie auch. Ich bin mir nicht sicher, ob das so soll. Nein. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, ja. Warte, kannst du mal kurz die Motorhaube auf? Oder warte, nee, das passt schon so, warte. Nee, alles gut, das passt schon.
Guck mal ganz kurz, ob die so soll. Ich wünsche dir noch viel Spaß und einen schönen Abend. Danke, Luca. Ciao, Jesko. Jo, danke. Ciao. Ciao. Danke nochmal fürs Empfehlen. Immer wieder gerne. Ich schicke euch alle runter. Das ist schon, würde mich wundern, wenn ich irgendwo einen Steinschlag bekommen habe, bin ich ganz ehrlich. Das ist, da fühlt man sich schon so ein bisschen geehrt, so, wenn, man, ja, wenn die Leute einen erkennen und so. Ja. Glaub mal, wir werden für unsere Arbeit nicht gelobt. Den letzten Exemplar von uns gemacht, bin ich der Meinung. Hinten in der Ecke standen wir. Mit so einem Blaugrau. Was? Das kann gut sein, ja. Anne hat den Exemplar nicht gemacht. Ah. Nee? Da war ich bei Nord. Warte, warte, ist es die Mama-Kutsche? Was? Nee. Oh Gott. Nee? Nein. Nee. Okay. Weil ich habe nämlich auch eine blaugraue Mama-Kutsche gemacht. Nee. Ich war damit bei Nord, alles gut. Das weiß er nur nicht. Also die Motorhaube ist so. Also, ne? Okay, kannst du nochmal. Es ist irgendwie verwirrend. Kannst du die andere nochmal zeigen? Ja, klar. Okay, also irgendwie halt Standard. Also irgendwie hätte ich doch nicht mal eine ganze Motorhaube. Ach komm, hau rein, das war schon, wenn es mich ganz ehrlich stört. Vielleicht geht's ja mit dem Lack weg oder so. Wenn es dich stört, dann kommst du nochmal her. Genau, dann lass ich die Mutter nochmal tauschen. Genau, dann tauschen wir die nochmal. Gut, so. Gut, Leistung habe ich drin. Perfekt. Genau, jetzt sind wir dann, müssen wir dann nur noch gucken wegen Farbe und Reifen. Felgen. Gucken wir erstmal wegen Farbe. Genau, und dann können wir ja die Felgen dazu anpassen. Also ich liebe Blau. Mach mal ein dunkles Blau, bitte. Okay, darf ich dir mal... Ja, mach mal. Das ist zum Beispiel das dunkelste Blau, was wir haben. Das ist fast schwarz, aber wenn du genau hinguckst, siehst du, es hat so einen ganz leichten Blauschimmer. Oder wir haben noch ein dunkleres, das wäre das hier. Oha, ja, das ist ja wirklich schon schwarz. Ja, das ist also... das hat einen lila Touch. Ja. Guck mal, jetzt hin, das haben wir in Rot. Das hier ist Rot. Auch schön, ja. Lila. Blau, und Blau. Genau. Also die drei haben wir. Oder halt, wie gesagt, also das ist halt so unser dunkelstes Blau. Auch schön. Hast du auch was Mattblaues? Ja, aber die sind nicht so dunkel. Ja. Also ich kann dir gerne die dunklen Blaue zeigen, aber das ist halt das Dunkelste, was wir haben. So unauffällig muss der Wagen gar nicht werden. Ja, ist ja okay. Ist ja kein Dienstfahrzeug. Matt hast du gesagt, ne? Habt ihr denn auch eine Farbpalette oder so, wo man sich das mal anschauen kann? Boah, nee, tatsächlich nicht. Okay. Leider nein, das ist halt immer mit durchgehen hier, so, guck mal, das ist doch, ja. Ja. Der ist auch super. Ja, ja. Ja, lass den mal und dann... Jetzt muss ich mal überlegen. Schwarzer Pearl. Schwarzer Pearl, genau. Und ein schwarzes Neonlicht bitte dazu. Großartig. Okay. Also ich kann dir Schwarzlicht einbauen, aber schwarzes Neonlicht. So orange oder gelb dazu vorstellen oder rot? Okay, also das wäre jetzt so ein Lavarot. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Der sieht jetzt echt fast so aus wie der Ausstellerwagen. Nein, der war lila. Ja. Ich sag ja auch nur fast. Wir hätten auch noch... Also mit dem Purple, finde ich, sieht auch nicht schlecht aus. Sieht auch nicht schlecht aus, ein bisschen lila drauf. Schön. Können wir uns auch mal merken. Das ist das Metallic Purple quasi. Okay. Und das war das Matte. Ich sehe keinen Unterschied, aber sehr gut. keine Ahnung, die Details zählen. Das wird eine ganz neue Farbe dadurch. Halt auch, holy. Das sieht auch so gut aus. Wenn man sich da irgendwie so mal sein Lieblingsauto zusammengestellt hat, könnt ihr dann im Nachgang uns auch irgendwie die Farbcodes oder so nennen für das nächste Auto, wenn man die alle gleiche Farbe hat? Auf jeden Fall. Okay. Also ich könnte dir jetzt sagen, dass hier die Farbe, die primär ist 82 und der Pearl ist 140. Also wir haben die Zahlencodes quasi. Cool. Und beide Werkstätten haben 159 Farben. Zumindest ist das mein letzter Stand. Und ihr könnt dann auch einfach hochfahren und die tunen lassen. So, ne? Also gebt denen dann einfach die Farbe und die wissen dann auch, welche. Das so machen wir das zum Beispiel auch mit den von Jenkins und Partner, die Lackierungen. Oder vom Empire. Da schreiben wir dann einfach nur auf, welcher Farbcode das ist, also die Zahl. Und dann sind alle einheitlich. Also das können wir bei euch auch machen, klar. So, aber genau, mach nochmal so orange. So. Ja. Das wäre so orange.
Wir haben aber auch noch andere Orange- und Gelbtöne. Genau, also wir müssen uns jetzt nicht darauf dann Ja, das ist Hot Pink zum Beispiel. Das Lachs finde ich auch gar nicht so schlecht drauf, muss ich ehrlich sagen. Das wäre nochmal ein Orange. Das wird jetzt wirklich schwierig. Die Grundfarbe ist so cool. Da kann man sehr viel mitmachen. Sieht halt auch geil aus, ne? Also Police Car Blue, wenn man halt ein bisschen was Bedeckteres haben will. Mhm. Sieht auch cool aus. Das wäre gelb, cool, also so ein dunkles Taxi-Gelb ist das. Ja. Guck mal, aber die Türen haben gar keinen Pearl, ne? Das ist auch witzig. Nur oben drauf. Doch, haben sie. Ach, kommt dann. Okay. Ja, es ist. Sonst markiert die ganze Seite. Hier. Ach, ich sehe das nur oben. Na gut, soll ich mal weiter gucken? Ja, mach. Also das Blau war schon echt ziemlich gut, dieses, ne, dass es die Akzente unterstreicht. Nee, das wäre jetzt nochmal so ein dunkleres Orange. Mhm. Das Lila war auch nicht schlecht. Verdammt. Wir haben noch 109 Farben, die wir durchgehen können. Oh nein. Alles entspannt. Oh Gott. Jetzt sind wir bei den Brauntönen, Beige-Tönen. Ja, das ist ein bisschen. Ja, nee. Oh, ja. Nee, grün ist auch nicht. Grün? Das ist so ein Yellow Bird, ein bisschen grün-gelb. Das wäre Race Yellow. Ja, nee, ich glaube, auf jeden Fall mehr gelb als das andere. Ja. Ja, da waren die am Anfang schon besser. Ich kann die aber auch gerne mal. Oh, das sieht halt auch fett aus, ne? Ja. Das sieht richtig leuchtend aus. Ich kann dir aber auch gerne mal Rottöne zeigen, weil du meintest ja auch rot, ne? Ah, das will ich vielleicht mal gucken. So, da sind wir jetzt bei den dunklen Rottönen. Na, ja, nee, ich glaube, rot ist es nicht. Ach, Moment. Sehen? Mr. Kane, Sie müssen auch mit mir reden, wenn Sie ans Telefon. Hallo? Entschuldigen Sie bitte, Sane. Jetzt. PD44, ja. Wir bräuchten Sie einmal unten in den Zellen. Stichverletzungen. Alles. Also irgendein Staatsanwalt reicht, oder? Ja, irgendein reicht. Alles klar. Danke. Ciao. Ich hab Sie jetzt einfach angerufen. Na klar. Kommt jemand. Ich zeig dir jetzt einfach nochmal das Blau. Ja. Ich sehe schon, auch hinter mir wurde ja schon gesagt, das Blau war super. Ist mir das vielleicht zu blau, also zu viel blau? Ja. Ja, kannst du gerade in die Zellen gehen? Ja, kann ich machen. Danke, ciao. Ist das wegen einer Shop-Raub-Reihe? Nee, Stichverletzung. Und auch mal. Okay, gut, dann. Oh, aufliegen. Wer beschäftigt jetzt? Vielleicht so ein dunkleres. Also so ein, vielleicht, also ich weiß nicht, vielleicht ein anderes Blau drunter, aber du magst matt halt, ne? Ja, nee, mach mal das Blau wieder. Wir hatten auch noch, haben wir da vorne nicht noch was anderes, wo ich meine, das sieht super aus? Ja, war stimmt, es vielleicht das Lila, das Lila? Ne? Ja. Das finde ich auch nicht schlecht. Also ich finde das auch gut. Ist halt immer noch dezent, ne, aber... Genau, aber fällt halt auch auf. Und ich glaube, in der Sonne kommt es auch richtig gut. Ich glaube, ich nehme das Lila. Ja? Tatsächlich. Ja. Das Lila. Cool. Ach so, Unterboden. Genau. Willst du einen Unterboden haben? Ja. Okay. Muss ich wahrscheinlich das Auto anmachen, ne? Genau, mach mal an und fahr mal von der Matte runter, weil die Matte verschlingt es immer ein bisschen. Warte, ich baue den mal... So, warte, ich mach mal ganz kurz so ein Duck, damit wir eins haben. So, jetzt fahren mal raus. Muss nochmal anmachen. Genau. Und mach mal kurz die Unterbodenbeleuchtung an. Achso, warte. Genau, so. Willst du so wie das Auto so die Farbe? Ja, am besten ein bisschen wie der Pearl, ne? Das finde ich immer cool. Wenn die Pearl so ein bisschen reinnimmt. Also das ist schon gar nicht schlecht. Warte mal, mach mal an. Sorry, ich mach den immer aus, wenn ich es konfiguriere, sorry. Jetzt ist immer noch gruselig, dass du meine Mutter einfach an- und ausmachen kannst mit deinem Tablet, ja? Ja, yeah. So ist es halt, wenn man mit einem Chipsatz. Also ich glaube, das kommt eigentlich ziemlich gut hin. Mach nochmal an.
Ja. Sieht gar nicht schlecht aus. Ich finde, es kommt eigentlich ziemlich gut ran an dem Pearl. Ja. Doch ich schon. Auch super. Ja, cool. Dann machen wir das doch so. Dann kannst du eigentlich schon direkt. Sorry. Alles gut, kein Problem. Mach das gerne nochmal wieder an. Soll ich die draußen stehen lassen? Eigentlich schon raus. Ja, fahren. Ich packe in eure Garage, ne? Oder privat? Privat. Achso, warte mal, Felgen. Felgen, wir müssen. Ach Felgen ja, noch machen. Oh Gott. Felgen Mann. Vergessen, wie können wir nur? Na toll. Wie können wir nur die Felgen vergessen? Guck mal durch. Hast du schon so ungefähr was im Sinn? Nee. Such dir was aus. Okay. Such dir was aus. Ich soll mir was aussuchen. Ja. Also ich muss sagen, ich finde so mehr speichere ich gar nicht so schlecht an dem. Steht dem eigentlich ganz gut. Es ist nur die Frage, ob wir hier eine gute Felge finden. Oder ob wir mal bei High-End-Felgen gucken. High-End klingt doch super. Ich glaube, der andere hat auch High-End. Ich glaube auch, dass wir mal bei High-End gucken. Die waren doch gerade gar nicht also schlecht. Die davor? Ja. Die hier? Ja, die finde ich auch nicht schlecht. Ah, obwohl mit dem Nudel da in der Mitte, der ist irgendwie komisch. Ja, die sind doch auch cool. Jetzt sind von denen, die sind ähnlich wie die gerade. Und sind die schwarz dann oder kannst du auch farbig machen? Die kann ich farbig machen. Die schwarzen kann ich farbig machen. Wobei die Frage ist, welche Farbe hätte ich denn? Ich glaube, nee, schwarz ist schon ganz gut. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ja, zauber mal. Also das ist die Farbe vom Ja, nee, weiß ich jetzt nicht. Was hältst du davon, wenn wir da so ein Black Purple drauf machen? Die sehen schwarz aus, aber haben so einen ganz kleinen Purple. Das ist wieder eine neue Oder ist dir das Farbe. Zu? Nee. Okay, dann machen wir schwarz, würde ich sagen. Oder so Silber? Oder vielleicht... ja, so ein Silber. Ich kann sie dir auch Chrom machen. Ist auf. Das Ding mit Chrom, ja, zeige ich dir mal. Zeig mal. Die sehen schwarz aus. Ja. Ja. Sind theoretisch auch schwarz. Ja. Also das ist Chrom. Ja. Ja. Aber die haben ein bisschen mehr Glanz im Licht, weißt du so? Ja. Wenn du so an Laternen vorbeifährst oder sowas, dann spiegeln die ein bisschen mehr. Ja, wenn du Bock hast, hier Sachen zu verchromen, ne? Dauert ja 5 Tage, Autos dauern 5 Tage, Felgen nicht. Felgen kriegen wir in Chrom auch rein. Okay, na gut. Achso, die sind ja schon fertig, ja? Genau. Musstest du schon mal ein Auto voll verchromen, oder? Nein, die 5 Tage schrecken die meisten Leute ab. Ja, dann nehmen wir die da. Okay. Ja? Ja. Wunderbar. Cool. Ich pack's in eure Garage, wenn sie dir nicht mehr gefallen, ansonsten. Genau, kennst du das ja gespielt. Dann komme ich gleich. Ja, genau, dann kommst du wieder. Dann zieh ich die neue drauf. Ja, supi. Kennst du das Spiel? Ich komme gleich raus zum Abrechnen, ja? Na klar. Achso, nee, warte, mit wem darf ich denn abrechnen? Ja, ich glaube, wo ist er denn hin? Victor, wo ist denn Owen hin? Er war gerade telefonieren. Okay, ich hoffe, er ist noch draußen. Ja gut, dann warte ich kurz. Ja, alles gut, bring raus. So, getuned. Da ist er doch. Pete Mitch! Ey, was geht ab? It's time to zahl. Owen. Miss Wayne, sie hat mich angerufen. Ja. Achso, ich hatte sie schon zurückgerufen, ne? Wegen den Zellen war das, glaube ich, oder? Ich bin nur gerade nochmal durchgegangen. Oder hatten sie mich dann nochmal angerufen nach den Zellen? Nee, das war... Weiß gar nicht mehr. Ah doch, ich hatte sie im Verhör in den Zellen weggedrückt, genau. Stimmt. Ja, wegen Espina hat angerufen, bezüglich der Verhandlung für morgen. Ja. Die schafft das nicht zeitlich, die kann erst ab 20:30, 21 Uhr. Hm.
Tja. Ich glaube, Crane verhandelt das trotzdem ehrlicherweise, weil sie ist ja nicht die Täterin in dem Sinne. Ja, sie wurde wohl trotzdem vorgeladen, ja, hatte sie gesagt. Na klar. Ist es eigentlich eurer da? Aber hatte auch Nummer unterdrückt und sagte wohl, die das soll über Diego Moreno singen. Soll Bescheid wissen oder so, weil denen die Nummer nicht geben wollte. Ja, und da ist er doch, oder? Aber sonst wollte sie nur Bescheid geben, dass sie das nicht schafft um 19 Uhr. Alles klar, weiß ich Bescheid. Dankeschön, Miss Wayne. Alles klar, gut. Ciao. Ja, bis dann, ciao. Jetzt überlegen. So, genau, der telefoniert immer noch. Ja, alles gut, ich rechne kurz zusammen. Brosserie haben wir ja nicht viel gemacht. Also, ich hätte mehr gemacht, aber ne? Ja. Ja, also wir wären so bei 14. Ich würde euch jetzt, wie gesagt, 10% Rabatt geben. Mhm. Sind wir bei 12,6. Perfekt. Ja. Genau. Kann ich durch kurz einfach eine Rechnung bezahlen? Nee, kann er nicht, okay. Jetzt müssen wir ewig warten, bis er fertig ist mit Telefonieren, Mann. Klasse. Sauerstoffmangel. Um die Uhrzeit ist das eher üblich. Ah, es ist Samstag, es ist eigentlich noch keine Zeit für mich. Ja, ich grüße. Bis dann. Ciao. Du willst Geld, hä? Ich krieg Geld. Anne. Ja. Was machen wir denn? Also. Ja? Erzähl mal. 14 würde ich jetzt eigentlich berechnen. 10% Rabatt sind wir bei 12,6. Ah, ne? Ja. 12? 12? Hab ich richtig gehört. Weil ihr seid. Super, das ist furchtbar lieb. Und du, ich würde die 600 auch als Trinkgeld nehmen, so ist es. Ja, gib mir doch Raum zum Atmen, Mensch. Nee, alles gut. 600 kriege ich Quatsch, nicht direkt, ja, aber hier, warte mal, die anderen gucken gerade nicht. Hier, da. Dankeschön. Da ist alles irgendwann gut. Eine Nummer drin, ne? Ich bin seit heute verlobt. Sorry. Ah. Schön, zu spät. Schön. Ja, zu spät. Mhm. Cool. So, vielen Dank, Anne. Ja. Also, ich freue mich sehr drauf. Ja, Entschuldigung, alles gut. Also hast so in der Stunde kannst du ihn abholen. Mhm. So um 1:30, wenn du dann noch wach bist. Ansonsten aber halt morgen. Ne? Alles klar. Okay. Pass gut drauf auf, ja? Dann auf jeden Fall. Auf danke jeden für Fall. Deine Mühe. Viel Spaß damit, ja? Ciao. Mach's gut, gerne. Ciao. Gott, musstest du mitten im Busch parken? Oh Gott. Es war vorher kein Platz. Achso. Wie warst du denn so lange telefoniert, sag mal? Mit Mr. Lettner. Ach Gott. Ja? Mhm. Ach stimmt, was ist eigentlich rausgekommen bei Coldwell? Ja, nicht viel. Es wird nicht besser, um es kurz zu machen. Okay. Mhm. Denn anscheinend verhält sich Coldwell gegenüber denen ganz anders als gegenüber uns. Und das macht mich ein bisschen fuchsig. Ich bin kurz davor also zu sagen, jetzt, dass er... Hat jetzt Lettner gesagt oder Coldwell? Lettner. Aber nicht nur Lettner er selbst, sondern auch Dritte, durch die er es mitbekommen hat. Hm? Ja, er kriegt es nicht diplomatisch, seinen Weg zu finden. Das ist das, was ich draus ziehe. Guck mal hier, frag doch mal wen. Frag doch mal wen. Hm? Oh, ne. Was soll ich Wayne fragen? Mr. Booth.
Das ist das Auto, was, ne? Gibt's? Das ist gruselig, wenn ich eine Leitstelle anrufe und die wissen, wer ich bin. Die leiten mich einfach direkt weiter. Wenn die Nummer eingespeichert ist, sieht man nicht. Völlig gruselig. Was willst du? Geht auch freundlicher. Nee, du hast heute den Staatsanwalt entführt, Mann. Mit einem Messer an dem Hals. Was? Mit Recht, richtig, finde ich auch. Ist zufällig, warte, wie heißt der jetzt nochmal? Irgendein Patrick. Patrick. Patrick, habt ihr so einen? Brian oder was? Nein, das ist irgendwie in sein Nachname. Ist ein Staatsanwalt. Peckham meinst du? Kann sein. Wie heißt der richtig? Peckham? Nachname Peckham? Vielleicht? Ach, der hatte so einen komischen Namen. Der war mit Wayne und Hawkins oder so unterwegs. Okay. Heute oder was? Ja, die waren in den Zellen, als ich das hatte. Okay. Ja, gut, finde ich raus. Was willst du von dem? Weil ich muss ja diese 20.000 Dollar zahlen. Mhm. Ja. Problem ist, ich habe es wirklich versucht mit ehrlicher Arbeit. Ja. Ich wollte Spenden sammeln. Ja. Ach, scheiße. Deswegen würde ich jetzt in den Knast gehen. Hm. Willst du also wieder absetzen, ja? Kannst du dem das ausrichten? Na klar, richte ich das aus. Danke, weil... Sag ihm aber wirklich, ich hab's versucht, ja, mit ehrlicher Arbeit. Ich sag dir, du hast es versucht, ja. Und du meinst wahrscheinlich Kilpatrick, ne? Kann sein. Vergessen, dass er heute da war. Okay, hey, ich richte es aus. Viel Spaß. Ciao. Der macht mich wirklich sauer. So, genau, der war das. Wenn die Motorhaube halt, wenn die so lang sind... Möglich, dass wir von der Straße runtergehen? Nein, Victor. Papa. Du musst dich jetzt vor uns werfen, wenn was kommt. Richtig. Oh Gott, der Arme. Nein, komm, lass mal von der Straße runtergehen. Oh Gott, der Arme. Victor, komm bitte von der Straße runter. Mensch, was ist mit dir? Steht einfach auf der Straße rum. Sowas. Was ist eigentlich, wenn wir uns jetzt gegenseitig prügeln würden? Was müsste Victor machen? Ja, Victor würde Popcorn holen, glaube ich. Ich sehe gerade. So, willst du? Weggucken. Ah, willst du? Nein, will er nicht. Okay. Komm her. Ja, frag sie doch mal. Wen soll... Nee, Wayne, alles gut. Ob du fragen darfst. Muss mir erstmal gefallen. Ich glaube, vielleicht ist es doch eher der Pfister. Das Ding ist, den Pfister gibt's nicht bei Car-Dealer. Und ich musste mein erstes... Und ich muss bei Car-Dealer mein erstes Auto kaufen. Wir haben doch schon ein Auto gekauft. Zählt doch, oder? Boah, ich weiß nicht, wie Thomas das sieht. Ich kaufe einfach irgendwann den Exemplar als Gebrauchten von denen ab. Für ja, einen genau. Zehner. Ja, schon so viel gefahren jetzt. Ja. Gut, du wirst noch Akten schreiben zu den Angels. Ach. Reingehen? Gut, was müssen wir denn da schreiben? Da machst du zwei Strafbefehle rein und Attacke. Hier ist Split-Akten, Werner. Ja, dann Attacke. Viel Spaß. Willst du brauchst einen Kaffee? Achso. Warte mal, fehlt das immer noch Split-Akte von gestern. Oh. Also von gestern oder von vorgestern? Vorgestern. Ja. Da ist er doch. Warte, muss ich mal sagen. Ellen. Ja? Mikey Booth hat gerade an der Leitstelle angerufen. Ja. Er meinte, er hat es wirklich versucht mit legaler Arbeit. Ne? Er wollte auch Spenden sammeln, ganz legal, ohne Leute zu bedrohen und so weiter und so fort. Hat das jetzt die ganze Zeit versucht, fand er kacke. Er will lieber sitzen. Soll ich sagen. Und ich soll nochmal betonen, dass er es wirklich versucht hat. Ja, dann kann er sich morgen Abend um 20 Uhr zum Sitzen melden. Gut. Das war's schon. Ja, danke, ich ruf ihn mal an. Ja, ruf ihn mal an. Hast du die Nummer? Aktensystem, ne? Gut. Du kommst mit. Ellen? Ja? Schönen Abend.
Also, Owen. Hab ich die weiche Stimme vermisst? Owen. Liv? Also soll ich jetzt einfach an Zane den Strafbefehl rausschicken, ja? Und dann wird Bosch ihn ablehnen und dann gehen wir vor Gericht, ja? Oder du machst noch eine Gegenüberstellung vorher. Okay. Dann, was machen wir mit Doc Chuck? Wie gesagt, ich habe mich da schon mal ein bisschen umgeguckt auf dem... Ich habe die Idee, sich an... Hier, du hast doch den Draht zu dem Chef vom Eclipse. Hm? Meintest du doch, deine Idee war also, doch, sich über den... Findest du die Idee gut? Ja, also ich gut. meine, so wird weiterhin hier Camilla, oder wie sie heißt, geschützt. Hm? Man kann ein bisschen vorfühlen, ein Auge drauf haben. Hm? Also wie gesagt, das ist schon komisch. Im Wienet-Profil steht halt bei Hausarzt. Hausarzt arbeitet aber beim MD, steht da auch. Mhm. Als Hausarzt arbeitet man ja nicht beim MD. Ne? Bietet halt auch Operationen und so weiter und so fort an. Also irgendwo muss er das ja auch machen. Ja, und wenn er nicht das im Sandy Shores MD macht, dann muss er ja eine Praxis dafür haben. Deswegen verstehe ich schon diese ganze Verwirrung um ihn herum. Weißt du, worauf ich Bock hätte? Unsere Informanten mit einer Verletzung dahin zu schicken. Ja. Als Beweis. Wenn die dann behandelt werden. Keine Akte angelegt. Ja. So. Und dann haben wir hier doch diesen Tatbestand von wegen, dass ein Gewerbe für andere Zwecke benutzt wird. Und dann stampfen wir das Ding ein. Weißt du, wer Bock darauf hätte? Bestimmt Max, oder? Frag Max mal. Ja, der hat eh schon ein paar blaue Augen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Frag den mal, ob er Bock drauf hat. Hi Max, sag mal, Max, wie sieht das bei dir so aus? Hättest du Bock mal für uns was so, eine geheime Mission zu machen? Nochmal bitte. Hast du Bock, was in geheimer Mission zu machen? Sonst. Können wir darüber reden. Wollen wir es am Telefon machen oder willst du jetzt vorbeikommen? Ich habe gerade Bar offen und hier sind gerade ein paar Kunden. Ja, dann kommen wir, ich mache hier kurz noch ein paar Akten fertig und dann kommen wir bei dir vorbei, okay? Das ist okay, das kriegen wir hin. Wieder irischen Whisky kalt stellen, ja? Nicht kalt, sondern Raumtemperatur. Ja. Super. Guten, bis gleich. Max, ciao. Ich würde für sowas kein Privatdetektiv verbeuteln. Ich verstehe deine Intention dahinter, aber ich glaube, der hat Wichtigeres zu tun mit seinen Waffenhändlern da. Als dem Chef vom Sandy MD dran zu bekommen. Ja, wissen wir doch noch gar nicht. Aber könnte ruhmreich für ihn sein. Ich frage erstmal Max. Oh Gott, und Boof war schon wieder in den Zellen. Einbruch Krassenburg Hotel. Alter. Nee. Gut. So, Einbruch State Prison. Hier, Gefangenenbefreiung. Das klingt wie unsere Akte. Wir haben keine Namen von den Mittätern aufgeschrieben. Warte mal, es gibt einen PD-22 Bradford und einen PD-40 Bradford? Es gibt 4 Bradfords. Ach du Scheiße. Es wird nur von den Rockern gesprochen. Wir haben keine... Ich raste aus. Nee. Ich brauche die Nummer von Michael Bradford. Ich habe keine TVs aufgeschrieben. Also ich meine, Payne kenne ich, aber die anderen kenne ich nicht mit Namen. Keine Ahnung, wer die sind. Ich kann doch nicht mal irgendwelche Täter aussagen. Warte. Die hätten wir noch mal nachtragen können, aber... Nee, das sind sie auch nicht. Ah. Einbruch ins... Ja toll, die haben ganz viele Namen von den Einbrechern, aber nicht von den... Ach, einfach nur die Rocker, weißt du? Ach, da fehlt auch die ganze Konfessierung, ne? Ja. Komplett, das ist nur ein Hammer. Der eine hat gesagt, Waffe und Messer und alles. Ah! Ach, die Nummer von Bradford. Michael Bradford. Die Leitung ist belegt. Gerade ein Notfall, offensichtlich im PD. Ja, komm, die tragen das eh nicht so schnell nach. Dann können wir jetzt zu Max. Können das nachtragen lassen. Lass uns mal ein UJ-Fahrzeug nehmen, dann kann ich unterwegs Akten machen. Dann können wir hinfahren, wo wir wollen. Jetzt hin. Ah. Wo geht's denn jetzt hin? Ja, zu Max. Oder nicht? Okay. Stand vorne ein DOJ-Wagen? Ich hab nicht drauf geachtet.
Aber der von Victor müsste da stehen, oder? Wir werden natürlich nur das Problem haben, wenn wir jetzt da jemanden hinschicken, der so tut, als hätte er eine schwere Verletzung und keine Akte und so. Das können wir vor Gericht nicht verwerten, ne? Wir hätten nur für uns den Beweis. Er kann doch eine Aussage machen, dass der Chuck ihn behandelt ohne Akte. Oder es angeboten hat. Oder wegen meiner Boxig, Max. Dann musst du aber erzählen. Kannst du auch hingehen, der kennt uns auch noch nicht, oder? Wollen wir das nicht machen? Der Mann kennt uns doch nicht. Ich sag dazu gar nichts. Manchmal fall ich vom Glauben ab. Hätte ich jetzt geboxt. Hm. Oh, der Tempomat ist noch drin, habe ich ja Glück gehabt. Nimm am besten auch noch Pain mit. Ja? Soll ich? Richtig. Ich habe meine Akte gelesen. Nimm auch bitte Mr. Ulrich mit. Ja? Was fällt mir noch Gutes ein? Ja, ja. Wieso? Und ich gehe schon mal zum Friedhof. Was heißt denn, ich habe eine Akte gelesen? Was soll das denn heißen? Keine Ahnung, es gibt eine Akte mit einer Zeugenaussage. Wie eine Akte mit einer Zeugenaussage? Von dir. Zu? Du meinst den Überfall oder was? Am Unicorn? Ja, hab ich doch schon erzählt. Hast du nicht zugehören wollen? Ich habe dir zugehört. Nee, hast du nicht. War der Abend, wo du meinst, lass uns das mal anders machen. Mr. BT. Alter Schwede. Ha, der Arme. Wenn du jetzt wegfährst, während ich hier den Hahn drin habe, ne? Wehe. Die 3 Sekunden habe ich noch. Wahnsinn. Du hast voll, kannst wegfahren. Den Abgang. Ja, komm, länger kann ich mich jetzt hier nicht aufhalten. Dann wird's langsam peinlich. Scheiße, war's Elektroauto? Dann habe ich gerade Benzin getankt. Ups. Kannst du den Motor nochmal ausmachen? Danke. Ist der Strom noch nicht geflossen oder was? Scheiße, was mache ich hier? Ich bin sehr stolz. Die nehmen meine Karte nicht mehr. So, jetzt. Wollt meine Karte nicht. Hm. Erstmal Benzin ins Elektroauto. Wichtig. Aber er fährt noch. Sehr gut. Glück gehabt. Hättest du mal nichts gesagt, ja, der wäre einfach nicht getankt gewesen. Die Sirene ist auch super laut. Ich hätte mich nur gewundert. Ja. Ist auch praktisch bei so einer Riesenstadt. Kannst du schnell mal überhören. Mhm. Hör dir den Verkehr an. Alter, schön, dann war eh nur in den Gegenverkehr. Ja, echt mal. Die 3 Leute mussten jetzt gerade bremsen, warte, Mann. Ja, warte, ich fahr doch. Oh Gott, jetzt müssen wir warten. Ich glaube, es dauert so 10 Minuten. Siehst du das da hinten? Steht der ganze Stau? Na, lass uns laufen. Ja, ich glaube auch. Was wollen die denn jetzt alle hier? Es ist 12:30 nachts, Mann! Fahr doch! Fahr weiter! Genau. Fahr weiter! Das ist nämlich gar kein Tempomat, das ist Abstandshalter. Siehst du die Autos vor ja, uns? Ja, na klar. Mhm. Ich. Boah, das war gelb. Fahr doch einfach weiter, Mann. Ja, ich fahr nicht mal rot. Oh, Gottes Willen. Ich muss nochmal die 911 erreichen. Bitte. Die Leitstelle des LSPD, wie kann ich weiterhelfen? Zane hier, Prosecutor. Michael Bradford. Ich weiß, Sie haben mehrere, aber Michael Bradford müsste sich einmal bitte bei mir melden. Und dass hier einer über Rot gefahren ist. Weiter. Dankeschön, ciao. Tschüss. Oder nicht? Scheiße, ich fahr falsch, ne? Nee, du fährst richtig. Okay. Noch ein bisschen. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück.
Noch ein Stück. Noch ein Stück. Du bist wieder gut gelaunt, das mag ich. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, wird langsam knapp. Noch ein Stück. Ja. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Hört auf zu hupen da hinten. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja, noch ein kleines bisschen. Okay, ich bin erstaunt, dass du abbiegst, aber okay. Noch ein Stück. 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 Mhm, noch ein Stück. Ja, 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 noch ein Stück. Ja, ich glaub, noch das führt zu nix. Noch ein Stück. Noch ein Morgen Stück. Bist du heiser und dann war es das mit der Verhandlung. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Er piept schon. Noch ein Stück. Nein, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Und stopp! 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 Warum stoppst du nicht, wenn ich stopp sage? Gott, ich wollte gerade aussteigen. Nee, lass das. Wenn der Motor noch an ist, dann wird nicht ausgeschaltet. Den habe ich nicht gehört! Scheiß E-Fahrzeug. Würdest du einmal die Sterne für mich zeigen? Auch gut. Ciao. Ah. Deine Sterne sind im Boden, im Beton, richtig. Im Beton richtig. Dieser Stadt. Da gucke ich immer nach den Sternen, richtig. Da guckst du nach den Sternen. Mhm. Ich greife nach den Sternen auf dem Boden. Mhm. Und wo hat's mich hingeführt? Diese Scheißstadt. Bist du... Ja, guck dir die Stadt doch mal an, ey. Alles voll mit Kriminellen, die ihr Wort nicht halten können. Und ihre Fresse auch nicht. Also vor 2 Wochen klang es noch anders. Ja, da war ich auch noch nicht hier. Okay. Vermisse Boston. Hallo. Ach, hallo, Liv. Na, wo ist der Whisky? Owen. Der Whisky sei gerade noch hinter der Bar. Perfekt, perfekt. Brüche. Hallo. Guten Abend. Das nächste Mal kannst du den ruhig schon in der Hand haben, ne, Max? Das sei ihm auch immer. Klappt ja, nicht. Ich wusste ja nicht, wann genau ihr hier ankommen und wie lange euren Arbeiten da gehen. Wir auch nicht. Also ich habe nicht den zumindest noch nicht ausgeschenkt. So. Ja, passen. Ja, machen wir ein bisschen mehr rein. Der Owen mag ihn ja. Mhm. Der kann es vertragen, ja. Der kann es vertragen. Glaub mir, ich habe heute schon Sachen gesehen, wo ich nicht gedacht habe, dass das so passieren würde. Ich habe hier... 2 Uhr Knall ist Wahnsinn. Also, hui. Schön, doppelter. Kein Problem. So. Aber stell doch mal die Runde vor, Max. Also, das sein Theo. Hallo Theo. Theo. Das sein Susi. Susi wurde von Theo gerade mitgebracht. Und, sie sind heute Theo? Erst dazu gekommen. Hallo. Hallo Susi von Theo. Und das hier zu meiner Susi Sunday. Susi zu meiner Rechten. Hallo. Ja, richtig. Das zu meiner Rechten hier ist die Liv. Hallo. Und das hier ist der Owen. Hallo Liv, hallo Owen. Moin. Und ihr seid beide heute im Flieger gekommen, oder? Nee, ich bin schon was länger hier. Okay. Na, ja, der sein schon Stammgasten. Richtig. Hm. Taxi, Paleto-Taxi. Ja, Taxifahrer kennt sich aus. Da hast du genau den richtigen genommen, Susi. Ja. Ja. Der Taxifahrer weiß genau, wo es die besten Sandwiches geben. Definitiv. Direkt für Stammgast gesorgt. Ich hätte es übrigens weitergegeben, Max, aber ich glaube, es hat sich noch keiner bei dir gemeldet. Ne? Doch, haben einer gemeldet. Ja, ja. Das seien gerade Entscheidungen zwischen uns und irgendeinem Süßen. Ah ja. Wir haben sich am gleichen Tag noch irgendwie um 00:30 nachts gemeldet. Ah ja, siehst du mal, immerhin. Ja dann. Ich. Dich, Max, ne? Und auf euch. Gestern, auf Max. Gestern? Ach, jo. Reden wir nicht drüber. Nennen wir es mal so, Empire möchte, dass man Geschäfte nicht anfassen, Geld kassieren. Okay. Das seien so die groben Beschreibungen. Bei dir heute, gestern oder was? Ich hatte die Chief Inhörs persönlich bei mir. Boah. So eine Tragweite hatte. Die haben vielleicht die 2 Polizisten, die hier gerade raus eingekauft haben, mit 2 Baseballschlägen rausbegleiten. Das waren keine guten Idee. Ein Empire oder was? Oder wie? Wer sonst ist so hirnrissig? Oh Mann. Ja gut, ich distanziere mich von denen, wie gesagt. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Ja. Gut, aber ihr zwei müssen mich ganz kurz entschuldigen. Ich habe mit Liv und Owen mal kurz was zu bereden. Wir müssen sowieso kurz eben ein Auto abholen, würde ich sagen. Ja, okay. Genau. Dann, bis gleich. Bis gleich, Theo und Susi. Bis gleich.
So. Hallo erstmal, ihr beiden. Hallo. Vielen Dank für den Whisky. Kein Problem. Ich denke mal, ich soll ihn euch auch nicht dauerhaft als Staatsanwaltin vorstellen, sondern absolut lieber richtig. Als Lee von Owen. Hast du absolut richtig gemacht. Sehr gut. Ich hätte eine Frage an dich. Ob du Lust hättest. Erzähl. Uns ist da was zu Ohren gekommen. Wir müssten das einmal nachprüfen. Und zwar, ja, wie soll ich das jetzt anfangen? Also, Liv dürfte dich schlagen dafür. Also, es ist eine Win-Win-Situation für dich. Okay. Owen dürfte dich auch einmal schlagen. Zweimal vielleicht. Mal gucken. Nein, Quatsch. Also, du darfst es dir aussuchen. Das ist dir aussuchen. Also, einmal linke, einmal rechte Schulter. Verstehe. Ja, genau. Ja. Nein, pass auf. Folgendermaßen. Uns ist zu Ohren gekommen, dass es einen Arzt gibt, der gerne mal, naja, Straftäter behandelt, ohne Akte, ohne Info ans PD und so weiter. Du verstehst schon. So ein kleiner Underground-Arzt. Und wir würden dich vielleicht mal bitten, dass du es so tust, als wärst du ein Straftäter, der gerade von der Polizei geflohen ist, dem es nicht so gut geht, der vielleicht, weiß ich nicht, Stichverletzung oder so behandelt bekommen muss. Ja? Und würdest du einfach fragen, hey, hier, ich habe vielleicht selbst was angestellt, kannst du das irgendwie alles genau. ohne Akte machen? Genau. Okay, und gut. Vielleicht wäre es auch gut, wenn du das PD nicht anrufst und so, ne? Das heißt, ich komme jeden Abend her, schneide mich einmal und ich gehe da einmal hin jeden Tag und sage, ich habe Stichverletzung. Einmal reicht, Max, einmal reicht. Okay. Das Ding ist halt, wir bräuchten aber dann auch am Ende des Tages deine offizielle Aussage. Also ich kann mal zumindest gucken, ob ich den rausfinde. Ob da die Aussage geben, das ist die andere Frage, aber ich habe dann zumindest den Namen. Also wir wissen schon, wer es sein soll. Genau. Okay. Wir müssen nur wissen, ob er es wirklich macht. Weil bisher haben wir nur das Gerücht gehört, dass er es tut. Beziehungsweise aber wir brauchen Beweis, damit wir ihn dran bekommen. Weil genau. er ist ein hohes Tier irgendwo in der Stadt und das halt, genau. das kann nicht sein. Gut, also pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir wollen erstmal nur wissen, ob es stimmt. Okay? Das kannst du uns ja verraten. Ob wir dich dann wirklich als Zeugen brauchen oder ob wir das auf andere Art und Weise hinkriegen, ne? Wir besprechen das vorher immer mit dir. Wir werden jetzt nicht plötzlich irgendwie dich einladen zum Gericht und haben dir vorher nichts gesagt und das mit dir besprochen, okay? Sondern wir besprechen das, ob du das machen möchtest. Ja. Und mach dir den Tag noch einen Kopf oder so. Man muss nicht heute, muss nicht morgen sein. Nein. Schlaf drüber. Ja, das auf jeden Fall. Also das würde ich auch nicht heute machen, weil müssen mal gucken. Also es gibt, wenn es so weitergehen, brauchen ich keinen, der mich schneiden, sondern die scheiß Briten machen das und dann verbinde ich das eins mit anderem. Na Gott, wenn du es dann noch hoffentlich kannst, ja. Ja, das hoffe ich auch. Also es wäre Doc Chuck. Gibt's auch im Wienet, hat auch eine Nummer und so. Es sollte easy sein, Doc den zu finden. Okay. Ich habe von dem eigentlich nur Gutes gehört. Müssen wir mal gucken. Ja, das Problem ist halt, dass das ist halt kein Geheimnis mehr, ne? Das wird einfach so auf der Straße von den Leuten erzählt. Ja, ich war bei Doc Chuck, der macht nämlich keine Akten. Okay. Super. Und wenn das wirklich stimmt, dann sind die wirklich ganz schön dämlich. Ja, das seien dann nämlich ein Arzt, den die eigentlich geheim halten müssen, richtig. Immer mit Maske aufziehen und am besten nur behandeln lassen, ohne dass man den Namen kennen und immer ihn Doc nennen. Richtig. Tut ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Es wird uns auf jeden Fall schon mal helfen, wenn wir das Gerücht zumindest bestätigen können. Wie wir das dann beweisbar machen, das ist dann unsere Sorge. Das können wir auf jeden Fall hinnehmen. Super, danke dir. Ansonsten geben es ja auch genug Menschen, die das für ein bisschen Strafmilderung vielleicht rausgeben. Ich wollte gerade sagen, die Straftäter, die da hingehen, finden wir dann schon. Keine Sorge. Mir würde da so ein Buch einfallen, Owen. ich würde so ein Sandwich mal probieren, ja? Klar. Du schwärmst immer davon. Mit dieser mildscharfen Soße. Mildscharfe, okay. Vegetarisch, Fleisch oder Hühnchen oder Rind? Hühnchen. Okay, Rind. Das kriegen wir hier. Hühnchen, Rind, perfekt. Gut. Danke dir. Dann, ach so, für dich dann auch mild, die milde Schafe? Ja, oder klar. Barbecue Aioli habe ich nicht. Barbecue Aioli. Also entweder gut, Barbecue okay. oder Aioli. Da weiß ich, wer heute auf dem Sofa schläft. Okay. Ja. Ach so, doch nicht mehr ganz so frei lief. Doch. Aber das Bett ist halt bequemer. Okay. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn er nach Knoblauch stinkt, dann schläft er auf dem Sofa. Also doch scharf. Ich glaube scharf. Nee, Barbecue wäre okay, da ist ja kein Knoblauch drin. Gut, dann ich mache ihn euch mal fixen.
Was guckst du jetzt so? Ich guck nur an dir herunter. Mhm. Ansonsten, wie gehen es euch? Erzählen. Lange nicht mehr unarbeitlich gesehen. Das stimmt doch so gar nicht. Ja. Also wenn man uns so, ich weiß nicht, zweimal pro Woche sieht, ist das schon viel. Wenn das unarbeitlich ist, dann ja. Wenn das arbeitstechnisch ist, dann nein. So. Ich war gestern noch mit Danny relativ lange unterwegs. Ah, der hat ja heute sein neues Restaurant bekommen. Ja, hat das wirklich? Was? Ja, erzähl. Oh mein Gott, ja, da müssen wir gleich mal hinfahren. Oh mein Gott, das ist großartig da. Ich habe mir das angeguckt. Wo soll das sein? Ja, ich habe da vielleicht mit Daniel vielleicht und seiner alten Arbeitskollegin, das habe ich natürlich nie gemacht und das hören sich, sei nur erfunden, vielleicht ein paar Weinflaschen aus dem Keller geklaut. Das ist großartig. So, das ist ein echt großartig. Oh mein Gott, Daniel, das ist ja großartig. Warum sagst du nichts? Du hast es bekommen? Okay, woher weißt du das jetzt? Ja, das ist jetzt meine geheime Quelle, wo ich das hier habe, die verrate ich doch nicht. Dankeschön. Die Stadt erzählt, Daniel. Die Stadt erzählt. Ich hab. Aber herzlichen Glückwunsch. Weißt du was von Coldplay? So. Nein. Weiß ich nicht. Ich freu mich. Denn? Voll gut. Ja. Sag mal, bist du gerade oben oder was? Riecht das alles ein? Nee. Ah, verdammt. Na gut. Das wird erst morgen passieren. Ach, verdammt. Na gut. Dann viel Spaß bei was auch immer du machst. Ich wollte nur herzlichen Glückwunsch sagen. Ich freu mich. Ja, danke, danke. Jo, ich freue mich auch. Hey. Das Liv, wird großartig. Noch ist das Sandwich warm. Ja. Dankeschön. Oh Gott, aber das suppt aber auch hier. Meine Güte, du hast nicht gespart an der Soße. Ich spare an gar nichts. Das musst du ja auch mit zwei Händen schön festhalten, damit du es überhaupt festhalten kannst. Ah, jetzt ruf so die Leitstelle. Das. Ich muss kurz. Ich ruf die Leitstelle an. Ja, ich würde gerne. Bist du Hera, wie kann ich dir helfen? Ja, wir hatten gerade den Caldwell zwecks eines Wohnungseinbruchs. Was bekommst du da? Ich zahle mal für uns beide. Später haben wir wieder einen erwischt. Die zwei Sandwiches und die zwei Whisky, 160. Also, warten Sie, was? Sie hatten Caldwell? Nein, man, den hatten wir gerade zum Abarbeiten, als wir den ersten Wohnungseinbruch hatten. Und 5 Minuten später, jetzt haben wir direkt den nächsten. Ja, dann schicke ich doch Caldwell wieder direkt zurück. Ist ja perfekt. Ja, der soll am Del Perro. Del Perro. PD sind wir. Ja, Del alles Perro. Da. Ganz alles genau. Supi. Jo, ciao. Danke. Was denn? Ah, hallo. Eva? Ich rufe dich gleich zurück. Alles klar.